Sicherheit und Gesundheit haben bei uns im Konzern höchste Priorität. Sag ich doch. Gute Vorbereitung hilft, Unfälle zu vermeiden. So, das war der Hinweisbereich, der also hier dazu gehört. Und da sind also fünf verschiedene Bereiche, Marinesysteme und solche Sachen, also U-Bootbau und so gehört also auch zum Unternehmen, aber eben auch, wie soll ich sagen, Bereiche, die zum Beispiel Industrieanlagen, Zementfabriken und so weiter herstellen, beziehungsweise planen und bis zur Ausführung. Das ist also auch durchzukommen. Nur um das also auch mal darzustellen. Wie sieht's aus? Es gibt ein kleines Problem mit dem Bus, der ist zwar noch gar nicht da, und wir sollen mit dem Ochs 1 beginnen. Habe ich mir schon gedacht, okay. Dann müssen wir, machen wir diesmal tatsächlich einen kleinen Fußweg, dann gehen wir als erstes ins Stahlwerk und warten darauf, dass der Bus kommt. Wenn der dann hier ist, dann machen wir weiter runter. Dann beginnen wir eigentlich mitten in der Produktion. Das heißt also, bevor Stahl erzeugt wird, machen wir hier im Hochöfen Roheisen. Wir ziehen die Rohstoffe und verarbeiten sie, machen daraus Sinter. Im Hochofen machen wir daraus Roheisen und aus dem Roheisen entsteht der Werter. Dem flüssigen Roheisen wird Stahlschrott beigemischt. Das hilft der Umwelt und dient der Kühlung. Dann wird der Sauerstoff eingeblasen und dadurch der Anteil an Kohlenstoff abgesenkt. Das Ergebnis ist Rohstahl.